Hallo, du geile Katze. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Nick. Meine Hündin Rosi ist heute auch am Start. Und wir zeigen dir heute, wie und wo du am besten sorgenfrei Trikots in den USA bestellst. Da ich dir heute zeige, wo ich meine Trikots in den USA kaufe, habe ich mich entschieden, das Setting ein bisschen zu ändern und mich an den PC zu setzen. Das Bild im Hintergrund ist natürlich wie gewohnt für dich da. Ich hoffe, das ist okay und stört dich nicht weiter. So kann ich natürlich aber live für dich meine Schritte kommentieren und muss nicht im Nachgang irgendwie ein Voice-Over machen. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation. Bevor wir loslegen, aber noch ein kleiner Exkurs. Vielleicht weißt du es ja schon, aber alle Waren, die du online aus den USA bestellst, sind bis einer Grenze von 22 US-Dollar steuerfrei. Darüber hinaus entsteht dann aber zwischen 22 und 150 Dollar eine Versteuerungspflicht und über 150 Dollar müssen sogar Zollgebühren erhoben werden. Vielleicht kennst du es ja selber schon aus einem USA-Urlaub, dass du gesehen hast, dass gewisse Techniksachen, zum Beispiel ein MacBook oder ein iPhone, wesentlich günstiger sind in den USA, aber du dann mitbekommen hast, dass es gar nicht so einfach ist, die hier in Deutschland einzuführen. Auf jeden Fall nicht legal, wenn du nichts drauf zahlen willst. Dann kannst du sie natürlich in deinen Koffer packen und so tun, als hättest du sie schon vorher gehabt, aber das ist natürlich nicht der ganz legale Weg. Ich höre auch von einigen Bekannten, die Freunde oder vielleicht sogar Familie in den USA haben, dass die sich dann irgendwelche Sachen zuschicken lassen, wie zum Beispiel Trikots. Da entsteht natürlich dann trotzdem die Gebühr für dieses Porto, was nicht gerade günstig ist. Und rein theoretisch müsste man da auch die Zoll- bzw. Steuergebühr zahlen. Das kann man vielleicht da umgehen, aber ganz legal ist auch das nicht. Wenn du keine Verwandten oder Familie in den USA hast und trotzdem Sachen kaufen willst und die zum Beispiel von einem privaten Käufer wirbst, muss der rein theoretisch angeben, wie hoch der Warenwert ist, damit dann beim zuständigen Zollamt hier in Deutschland geguckt werden kann, was du nachzahlen musst. Dann kriegst du, wenn dein Paket angekommen ist, einen Brief vom Zoll, musst dann zum Zoll, dann wird geguckt, was der Wert ist und dann musst du eigentlich die Zollgebühren bzw. Steuern nachzahlen und kriegst dann erst dein Paket. Da das aber vielen, wie ich selber verstehen kann, viel, viel zu aufwendig ist und es auch einen gewissen Stress mit sich bringt, dann gibt es aber auch andere Möglichkeiten, wie du in den USA Trikots bestellen kannst und diesen ganzen Aufwand nicht hast. Du musst zwar dann auch die Gebühren zahlen, die werden dann schon im Vorhinein bezahlt, aber du kannst dir sicher sein, dass du nicht irgendwie zum Zoll musst, um dein Paket abzuholen, sondern es wirklich zu dir nach Hause kommt. Eine Möglichkeit, das zu machen, ist Fanatics. Fanatics ist ein riesen Online-Händler, spezialisiert auf Sportmerchandising, hat eigentlich alle Rechte von den großen Ligen, die man so kennt, also natürlich die NFL, NBA, NHL, MLB, um nur ein paar zu nennen und da kommen auch noch etliche mehr. Das hier ist die Startseite von Fanatics.com, das ist die US-Variante, nicht verwechseln mit der internationalen bzw. europäischen Variante, das ist Fanatics International, das ist der europäische Markt. Da könnt ihr natürlich auch Trikots bestellen, wenn ihr wollt, aber in diesem Video geht es explizit um die US-amerikanische Variante. Fragt ihr euch vielleicht, warum soll ich in den USA Trikots bestellen, wenn es auch in Europa geht? Berechtigte Frage, macht auch nicht immer Sinn. Aber es gibt in den USA immer noch ein größeres Angebot, immer andere Spezialversionen von Jerseys oder auch günstige alte Trikots, die man jetzt in Europa nicht mehr unbedingt bekommt. Und von daher kann es doch immer mal Sinn machen, wenn man ein Sammler ist oder nach einem bestimmten Stück sucht, auch mal in den USA fündig zu werden. Zu Fanatics gehört auch der NFL-Shop, der NBA-Shop, der MLB-Shop und der NHL-Shop. Ihr seht, also die Seitenaufmachung ist eigentlich immer die gleiche. Fanatics hat sich entschieden, dann nochmal für jede Liga einen einzelnen Shop zu machen, wobei ihr eigentlich halt alles bei Fanatics unter einem Hut habt. Also ihr habt ja auch alle Ligen und wenn ihr euch mal entscheidet, ihr möchtet zum Beispiel ein NFL und ein NBA-Trikot kaufen, dann könnt ihr das halt im NFL-Shop nicht. Könnt ihr es nur unter dem Obernamen oder auf der Haupt-Fanatics-Seite machen. Jetzt könnte man sagen, okay, dann macht es ja eigentlich generell keinen Sinn, irgendwie bei den anderen zu bestellen. Jein, weil ihr seht schon, hier zum Beispiel Deal and Soon 70% off. Die Seiten haben immer unterschiedliche Angebote. Hier sind jetzt halt gerade irgendwie auf bestimmte Pieces 70% Rabatt. Auf der NFL-Shop-Seite seht ihr zum Beispiel hier Free Shipping Sidewide, das ist aber halt eigentlich nur auf die USA bezogen. Beim NBA-Shop haben wir 40% off und so unterscheidet sich das immer. Also wenn ihr zum Beispiel ein NFL-Trikot kauft, empfehle ich euch einmal auf die NFL-Shop-Seite zu gehen und bei Fanatics und je nachdem, wo es vielleicht ein besseres Angebot gibt, weil eigentlich haben die immer irgendwelche Rabatte, also kann mich nicht entsinnen, dass ich mal auf der Seite war und da gab es Nicht-Nicht-Rabatte, ist immer ganz gut, eine Nicht-Nicht-Formulierung. Von daher solltet ihr mal beides checken, je nachdem, in welcher Liga ihr unterwegs seid. Wenn ihr natürlich eine Mischbestellung macht zwischen NFL und NBA, dann
geht ihr natürlich zu Fanatics. Da macht es nicht Sinn, eine Bestellung im NFL-Shop und eine im NBA-Shop abzusetzen. Hier seht ihr auch die College-Teams. Hier habe ich einfach mal die Clemson Tigers genommen. Haben auch dieselbe Aufmachung wie die Fanatics-Seite. Hier steht ja auch Fanatics Experience. Also auch diese ganzen College-Seiten sind unter dem Deckmantel von Fanatics. Die haben die Rechte und die vertreiben eigentlich alles, was es an Merch gibt. So, jetzt wollen wir natürlich aber in die User Experience gehen. Und wir werden mal ein Trikot in den Warenkorb legen, damit ihr dann seht, wie weiter verfahren wird, beziehungsweise was dann auch noch an Geld auf euch zukommt. Ich habe ja Trikots ausgewählt und wir werden uns jetzt mal hier ein schönes aussuchen. Damit wir es für die Berechnung danach ein bisschen einfacher haben, habe ich mich jetzt entschlossen, hier mal eins für 99,99 zu nehmen, also $100, damit das für die Berechnung ein bisschen einfacher ist, weil mit 100er Werten lässt sich es immer leichter rechnen. Dann haben wir hier auch schon ein wunderschönes Patrick Mahomes Jersey. Packen wir dann mal in den Warenkorb. Größe XL bei mir, immer wichtig. So, jetzt habt ihr hier euren Warenkorb, Patrick Mahomes Trikot, $99. Free Shipping kriegt ihr nicht, weil ihr werdet ja nach Europa liefern wollen und nicht in den USA bleiben. Also geht ihr auf Checkout. Wichtig, nicht direkt auf PayPal Checkout gehen, sondern erstmal hier auf den normalen Checkout. Dann kommt ihr zu dieser Seite hier mit der Shipping Address. Wenn ihr das einfach mal testen wollt, also ihr wollt jetzt einfach mal auch für euch die Gebühren irgendwie berechnen, dann könnt ihr hier rein theoretisch auch einfach Quatsch eingeben. Also wir geben jetzt hier mal einen Vorname Icke von Ran. E-Mail-Adresse ist, also ich werde das jetzt einfach mal schnell für euch ausfüllen hier. Und wenn ihr jetzt auf Checkout geht, dann kriegt ihr eigentlich auch die Summe, die ihr am Ende bezahlen müsst. Et voilà, wir sehen hier unser Subtotal, also das, was wir im Warenkorb haben, sind 99,99. Darauf kommen für den internationalen Versand nochmal $24,95. Ganz neu ist die Handlinggebühren. Handlinggebühren, a handling fee is added on an order to cover warehouse, storage cost and packing cost. Ja, gut. Also ihr seht, sowas kann man sich mittlerweile auch bezahlen lassen. Und hier ist nämlich der Punkt Duties und Fees. Und das beinhaltet das, was ich halt schon meinte, Zölle und Steuern. Das ist eure Gebühr. Und die beträgt immer 23% vom Warenwert. Nun wird aber der Warenwert nicht nur anhand dessen berechnet, was ihr in den Warenkorb packt, also die $99, sondern auf diese $99,99 kommen halt auch noch der Versand und die Handlingkosten drauf. Und wenn ihr dann das mal 23%, also mal 1,23 rechnet, dann kommt ihr hier unten auf die Summe. Also folglich zahlt ihr in dem Beispiel für ein Trikot, was $100 kostet, nochmal $56 rauf, also einen Aufschlag von 56%. Das ist natürlich nicht so ganz so günstig, aber wenn ich halt wirklich ein bestimmtes Trikot haben will, was es einfach nicht gibt, dann bleibt mir halt nichts anderes übrig. Weil ich habe natürlich einen Vorschlag für euch, wie ihr diesen Aufpreis von 56% reduzieren könnt. Und zwar, indem ihr mehr kauft. Jetzt sagt ihr euch so, ja, soll ich hier irgendwie Tausende von Dollar ausgeben, so ein Blödsinn. Ich zeige euch das aber mal ganz kurz. Denn wenn man jetzt aus diesem ein Trikot rein theoretisch zwei Trikots macht, also den Warenwert verdoppelt, dann ist es so, dass die Versandgebühren ja nicht teurer werden. Und dann rechnet ihr jetzt praktisch die $200 plus die $24,95 plus die $2 Handling-Fee und dann mal 23%. Dann kommt ihr auf die Summe von $279,12. Und das sind ja dann rein theoretisch nur noch rund 40% Aufschlag, wenn man das so überschlägt. Und so kommen wir dann natürlich mit jedem Trikot, was wir mehr kaufen, also wir packen jetzt einfach mal hier 10 in den Warenkorb, immer näher an diese reinen 23% Aufschlag, weil die Kosten für das Versenden sich ja nicht erhöhen. Jetzt sehen wir hier ein Total von $1,263, $999 Subtotal. Wenn man das wieder durcheinander teilt, dann sieht man, man hat nur noch einen Aufschlag von 26%. Und so wird es natürlich immer geringer, wobei jetzt ist natürlich nicht mehr viel Spielraum zwischen 23%, weil die werdet ihr auf jeden Fall zahlen bis 26%. Langsam kommt man halt immer dieser 23 näher und geringer wird es auf jeden Fall nicht. Jetzt hat natürlich nicht jeder von euch $1,000 und kann das jetzt hier ausgeben und nur um die Prozente da, beziehungsweise um weniger Gebühren zu haben. Aber ihr könntet ja zum Beispiel, bevor ihr bestellt, Freunde fragen, ob die auch ein Trikot haben wollen oder im Bekanntenkreis oder auf Twitter eine kleine Umfrage starten, wenn ihr noch Bock habt, Trikots haben und so das organisieren, sodass ihr natürlich alle spart. Lass mich doch mal in den Kommentaren wissen, ob das für dich eine Option wäre, eine große Sammelbestellung zu machen, sodass natürlich jeder ein bisschen spart. Vielleicht organisiere ich dann sowas jedes Vierteljahr, jedes halbe Jahr, sodass man ein großes Paket hier kriegt, ich das dann alles verteile und jeder dann den ein oder anderen Euro spart. So, da ich jetzt aber nicht 10 Patrick Mahomes Jerseys kaufen will,
werde ich ein bisschen was anderes in den Warenkorb packen, was ich euch dann im nächsten Video vorstellen kann. Was ich immer ganz gerne mache, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich bin ja eher so der Limited Jersey Käufer, dass ich hier auf der Seite halt angebe, Trikot für Männer, Jersey, Limited Jersey und dann gucke, was hier gerade in den unteren Reihen. Also ihr seht zum Beispiel hier ein Andy Dalton Trikot für 28 Dollar. Ist halt ein ziemliches Schnäppchen, wenn man das jetzt unbedingt gerade haben will. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Oder hier Legende Brooke Osweiler für 32,99. Solche günstigen Trikots kriegt ihr halt in Europa nicht. Und so kann man dann schon mal irgendwie das ein oder andere Spezialtrikot finden. Hier zum Beispiel einen Gridiron Jersey. Das ist eine Spezialform von Jerseys, die kriegst du halt auch nicht immer in Europa. Kriegst du hier für 35,99. Wenn du so einen zum Beispiel haben möchtest, kannst du hier ein richtiges Schnäppchen machen. Und so gehe ich hier immer ganz gerne mal durch und schaue gerade halt auch von Spielern, die jetzt nicht mehr in den Teams da sind, wie zum Beispiel Ramsey, ja mittlerweile bei den LA Rams, aber an sich ja ein schönes Trikot. Und wenn du sagst, okay, du wolltest immer schon ein Jaguars-Trikot, Ramsey, ein geiler Spieler auf jeden Fall, geiler Cornerback, geile Katze, würde ich auch von den Jaguars nehmen, dann kannst du hier natürlich ein super Schnäppchen machen. Und selbst wenn du jetzt auf die 39 Dollar die Gebühren und den Versand rechnest, wärst du halt immer noch wesentlich günstiger als das, was du in Europa für einen Limited Jersey zahlst. So, aber wie gesagt, ich werde jetzt hier mal ein bisschen was in den Warenkorb packen, damit ich dann im nächsten Video auch was zum Zeigen habe. So, und siehe da, ich habe drei Jerseys gefunden, die auf meiner Wishlist standen, die ich schon seit länger haben wollte, die ich eben auch nicht in Europa gefunden habe und habe hier ein Total von 181 Dollar. Ich habe das jetzt mal hier für euch so ein bisschen verpixelt, damit natürlich die Spannung besteht fürs nächste Video, was ich mir denn hier Feines gekauft habe. Gehen hier auch mal in den Checkout. So, und dann seht ihr jetzt hier in meinem Fall auch wieder mein Total von 181. Jetzt sind hier Versandgebühren von 27,95. Das variiert manchmal. Manchmal sind es 24,95, manchmal 27,95. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen, was was ist. Ja, so kleinlich werde ich jetzt nicht sein. Und dann kommen wir auf ein Total von 260,66. Für drei Trikots. 260 Dollar in Euro sind 218 Euro. Das Ganze geteilt durch drei, also ungefähr 73 Euro, sagen wir mal. Dann habe ich jetzt praktisch drei Trikots für einen Stückpreis von 73 Euro. Wie ihr merkt, Limited Jerseys bewegen sich halt sonst im Rahmen zwischen 100, 150 Euro. Natürlich habe ich jetzt ältere Jerseys bestellt. Trotzdem sind das ja welche, die ich gerade haben will. Und so ist es natürlich für mich eine wesentlich günstigere Alternative, zumal ich das ja hier auch gar nicht bekommen würde. Wenn du natürlich Kurs von beliebten oder bekannten oder gerade sehr erfolgreichen Spielern, wirst du meistens auch in Deutschland finden. Wenn du natürlich jetzt hier sagst, ich möchte halt unbedingt ein Patrick Mahomes Jersey haben, dann solltest du erstmal auf Seiten in Deutschland gucken. Ich habe dir mit TARS oder auch dem NFL Euroshop schon zwei genannt, wo ich unter anderem Trikots kaufe. Dazu wird auch nochmal ein gesondertes Video kommen, aber das macht dann natürlich keinen Sinn. Ne? Du hast hier jetzt ein Mahomes Trikot für 150 Dollar und wenn wir damit in den Checkout gehen, sind wir halt bei 217 Dollar. 217 Dollar, das sind so um die 180 Euro. Und wenn du dann natürlich in deutschen Shops oder europäischen Shops guckst, wie halt TARS, siehst du, dann zahlst du hier 139,90 €. Da macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, in den USA zu bestellen. Wenn du hier in den Euroshop guckst, da siehst du dann schon, dass sich der Preis immer so ein bisschen an dem orientiert, was du jetzt zahlen würdest, wenn du es dir aus den USA kommen lassen würdest. Ne? 180 Euro hier, dein Preis 176. Aber würde ich in dem Fall natürlich auch wahrscheinlich lieber in Europa bestellen. Wahrscheinlich, dazu werde ich auch nochmal kommen, warum ich hier an der Stelle wahrscheinlich sage. Aber natürlich würde man jetzt erstmal vom normalen Menschenverstand sagen, dass dann natürlich mehr Sinn macht, das in Europa zu bestellen. Zu den Versandmodalitäten kann ich bei Fanatics USA sagen, dass ich bis jetzt eigentlich überhaupt gar keine Probleme hatte. Hier diese angegebenen 4 bis 10 Tage. Also darüber könnt ihr wirklich lachen, weil das passt auf jeden Fall gar nicht. Im Regelfall sind 2 bis 3 Wochen. Ich hatte es auch schon, dass es nach einer Woche kam. Ich hatte aber auch schon mal, dass ich 5 Wochen gewartet habe. Ihr kriegt aber auf jeden Fall eine Tracking-Nummer und könnt das immer verfolgen und seht dann immer schön, wo das Trikot ist. Meist wird es irgendwie mal Las Vegas geschickt und sieht man dann ganz schön, bis es dann irgendwann in Deutschland bei Hermes landet. Was Hermes dann natürlich mit den Trikots veranstaltet, das ist nochmal eine andere Sache. Da kann ich euch Märchen von erzählen, was ich schon für tolle Erlebnisse hatte mit Hermes. Aber da ist ja dann Fanatics wiederum nicht schuld. Könnt ihr bei 2 bis 3 Wochen seid ihr halt gut dabei. Wenn ihr natürlich jetzt ein Geschenk für nächste Woche braucht, dann wird das nicht klappen. Aber wenn ihr Zeit habt, ihr habt Bock, irgendwie Trikots zu kaufen, die ihr so nicht in Europa findet, dann ist für mich Fanatics auf jeden Fall eine ganz legitime Möglichkeit, Trikots zu kaufen. Ich höre jetzt natürlich die Stimmen, die sagen so, um Gottes Willen, aber was mache ich denn, wenn ich das umtauschen will? Und ja, das ist ein guter Einwand. Wenn du noch nie ein Trikot gekauft hast, du weißt nicht deine Größe, du weißt nicht, was dir passt, dann bestelle nichts in den USA.
weil Rücksendung in die USA musst du meist selber tragen. Das ist schweineteuer, das macht keinen Sinn. Dann bestell lieber erstmal in irgendeinem deutschen Shop, guck dir die Größe an, ob das passt und bestell dann in den USA. Also bitte nicht, wenn du noch nie ein Trikot bestellt hast, deine erste Bestellung in den USA tätigen. Das ist wirklich vollkommener Blödsinn, weil da kann wirklich richtige Kacke bei rumkommen. Sorry für meine Wortwahl, das macht keinen Sinn. Und wenn du das dann jetzt aber trotzdem machst, dann bist du halt selber schuld. Also erstmal wissen, was du für eine Größe hast. Ich kaufe alle meine Trikots in XL, die sind eigentlich immer gleich groß. Da ist kein Unterschied bei den Limited Jerseys. Dann kannst du dir halt auch sicher sein. Wenn du dir jetzt natürlich irgendwas Fancyes kaufen willst, was es hier nicht gibt, was du auch nicht vorher anprobieren kannst, dann ist es natürlich ein kleines Risiko, was du eingehst. Musst du dann selber wissen, ob du das eingehen möchtest. Anders ist natürlich, und das habe ich auch schon gehört, dass Leute was geschickt bekommen haben und dann war was an dem Trikot kaputt. Ja, dafür könnt ihr dann nichts, ne? Dann müsst ihr denen schreiben und verlangen, dass sie das halt so zurücknehmen und auch für die Kosten aufkommen. Das kann vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen kompliziert sein, aber am Ende werdet ihr recht bekommen. Und gerade für die, die Angst haben, dass sie irgendwie auf ihren Kosten sitzen bleiben, ihr Geld nicht wiederkriegen oder sonst was, den kann ich eigentlich immer nur empfehlen, zahlt mit PayPal, weil wenn ihr mit PayPal zahlt, kann euch eigentlich nichts passieren, ne? Ihr seid abgesichert durch den Käuferschutz, wenn ihr die Ware nicht bekommt, dann macht ihr da einfach ein Ticket auf, sagt, ihr habt die Ware nicht bekommen, dann muss Fanatics nachweisen, dass ihr sie bekommen habt. Und das können sie halt nicht, wenn ihr dafür nicht unterschrieben habt, das nicht abgeholt habt, dann können sie das nicht und dann werdet ihr euer Geld wiederkriegen. Genauso ist es, wenn eure Ware defekt ist. Dann könnt ihr natürlich auch PayPal schreiben, hallo, PayPal, hier, meine Ware ist defekt, Fanatics reagiert nicht. Und dann wird das Geld erstmal bei Fanatics geblockt und die müssen sich melden. Das ist nicht so, dass sie das da wieder zurückzahlen müssen. Das wird denen erstmal weggenommen. Ihr kriegt das zwar nicht gleich, aber es ist in der Schwebe und sie müssen sich drum kümmern. Das ist generell ein Tipp an euch. Also auch wenn ihr was bei eBay Kleinanzeigen oder so kauft, ne, zahlt immer mit PayPal. Lasst euch nicht darauf ein, unter dieser Friends-Option zu bezahlen, sondern legt die 3-4 Euro drauf, die es kostet und zahlt mit dem Käuferschutz. Ihr seid halt immer auf der sicheren Seite. Ansonsten kann derjenige rein theoretisch sagen, er hat es verschickt und schmeißt das Ding irgendwo in den Fluss oder so. Und ihr kriegt euer Geld nicht wieder. Aber wenn ihr den Käuferschutz habt, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Also ein Tipp von mir, Lifehack, wie Felix Lobrecht sagen würde, immer mit Käuferschutz bezahlen. Auch wenn es ein paar Euro teurer ist, ihr werdet es nicht bereuen. Eine Alternative, die ich euch noch kurz zeigen möchte zu Fanatics, ist eBay. Also ihr könnt sowohl über die eBay USA-Seite als auch über die eBay Deutschland-Seite in der USA shoppen. Also ihr gebt dann hier einfach in der Suchfunktion ein, was ihr sucht. Ich habe jetzt einfach mal Trikots eingegeben und habe hier dieses Trikot von Vince Young für euch aufgerufen, weil gerade ja auch so Vintage-Trikot-Shopping ist ja für einige interessant. Auch das ist natürlich in den USA viel, viel besser, weil es da viel mehr Trikots auf dem Markt gibt. Es gibt viel mehr Leute, die ihre Trikots verkaufen wollen. Da werdet ihr natürlich auch eher in den USA, finde ich. Und das ist natürlich auch eine Sache, warum man Trikots in den USA kauft. Und da ist natürlich eBay so das Nonplusultra. Und bei eBay ist es nämlich auch so, dass ihr die Gebühren vorgerechnet bekommt. Könnt natürlich auch irgendwie privat in den USA das kaufen, aber dann, wie bereits erläutert, ist es nicht sicher, ob ihr dann vielleicht euer Trikot beim Zoll abholen könnt. Gibt zwar auch die Option, das irgendwie als Geschenk oder so zu senden, aber da kenne ich mich zu wenig aus und habe ich mich bis jetzt auch nicht mit beschäftigt. Ich habe aber schon mal ein Trikot bei eBay gekauft, das funktioniert eigentlich ganz gut. Habe hier mal zum Vergleich auch wieder 99 Dollar genommen. Ihr wisst eben, das Mahomes Jersey für 99 Dollar hatten wir eine Endsumme von 156 Dollar. So, jetzt haben wir hier das Trikot im Warenkorb, jetzt sehen wir 99 Dollar. Dazu kommen 20 Dollar Versand, also ungefähr 5 Dollar günstiger als bei Fanatics, aber dafür 30 Dollar Einfuhrabgaben. Also landen wir bei rund 151 Dollar. Schön ist bei eBay, wenn wir hier das über die deutsche Seite gleich machen, sehen wir gleich den Eurobetrag. Das ist natürlich auch immer eine Sache, die man so ein bisschen beobachten kann, wie gerade das Verhältnis Euro zu Dollar ist. Ich weiß noch, als ich in den USA studiert habe, war das echt gerade gut, weil der Euro sehr stark war, der Dollar sehr schwach. Natürlich für meine Euros immer viel, viel mehr Dollar bekommen, konnte das ganz gut ausnutzen. Das kann man natürlich auch immer beobachten und das ein oder andere Schnäppchen machen. Das wird sich jetzt auch nicht mehr so krass ändern, dass man dann da sagt, so, boah, ich habe jetzt Unsummen gespart. Aber kann man immer mal beobachten. So, dann hoffe ich, ich konnte dir ein bisschen das Thema Trikots kaufen in den USA näher bringen. Wenn du Fragen dazu hast, dann bitte melde dich in den Kommentaren, schreib mir auf Instagram, schreib mir auf Twitter. Ich beantworte da gerne. Ich nehme dir auch gerne noch mal ein bisschen die Angst, wenn du da irgendwie immer noch nicht sicher bist, dass es klappt. Ich kann dir von mir aus sagen, ich habe schon jetzt 4 oder 5 Mal bei Fanatics bestellt. Es gab
dahingehend keine Probleme. Ich habe die Sachen natürlich aber auch behalten, wollte sie nicht zurückschicken. Die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Wie gesagt, mein Tipp, solltest du noch nie ein Trikot bestellt haben, dann hol dir erstmal hier eins, bestell dir eins, probier es an. Was ist deine Größe, bevor du irgendwie große Bestellungen in den USA machst? Lass mich darüber hinaus auch nochmal wissen, wie bereits erwähnt, ob Sammelbestellung für dich eine coole Sache wäre. Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich das organisiere, vielleicht über Discord, dass man da eine Gruppe hat und wie gesagt, alle halbe Jahre oder so dann vielleicht mal sagt, yo, ich werde jetzt hier bestellen, wer will alles bestellen, ich das Geld sammle, bezahle und dann danach verteile. Wer in Berlin lebt, könnte sich dann mit mir treffen. Bei den anderen müssten wir dann halt irgendwie gucken, dann würde ich das wahrscheinlich auch nochmal hier innerhalb Deutschlands versenden. Würde trotzdem halt immer noch günstiger sein. Das kannst du mich ja auch mal wissen lassen, ob das eine Option für dich wäre. Und dann kann ich an dieser Stelle nur noch sagen, gönn dir noch einen schönen Tag, bleib gesund und ciao! Rage on that beat, going crazy.